Angst ist insofern natürlich, als es wie der Schmerz für den Körper, für den Menschen ein Signal ist, wachsam zu sein und möglichen Gefahren vorzubeugen. Wenn die Angst sich verselbstständigt und immer auftritt oder ständiger Begleiter wird, dann ist der Verdacht naheliegend, dass es sich um eine Erkrankung handelt, die dann auch behandlungsbedürftig ist. Also die Ausmaße, die Angst einnimmt und einen dadurch beeinträchtigt, sind entscheidend für den Leidensdruck und das Krankheitsgefühl des betroffenen Menschen, sodass jeder das für sich entscheiden muss, wann er den Eindruck hat, jetzt brauche ich professionelle Hilfe. Generell muss man sagen, wenn man eben seine alltäglichen Aufgaben, seine beruflichen Tätigkeiten nicht mehr wahrnehmen kann, ohne durch Angst beeinträchtigt zu sein, dann wäre das ein Zeichen, professionelle Hilfe muss her. Bei Familie und Freunden sehe ich wichtige Funktionen in der Unterstützung. Angst ist ja auch ein Gefühl des Ungeschütztseins. Und das können die Angehörigen, können auch Selbsthilfegruppen und anderes unterstützen, indem sie ein Sicherheitsgefühl vermitteln. Das baut Angst ab und ist ein wichtiges Merkmal, was man wahrnehmen kann, ergänzend zu professioneller Psychotherapie. Musik.